Yo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 19 Absteigermodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und wir haben ganze 4 Punkte und sind natürlich immer noch auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich bin gespannt, wer der nächste Gegner ist. Zuerst gehen wir mal ins Büro, weil wir haben Post bekommen von einem Spieler, Albert Hoffmann. Ich weiß, dass ich keinen sicheren Platz in der Startaufstellung habe, aber ich würde trotzdem gerne öfter spielen. Der Albert Hoffmann, Alde für Walde. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt so schon genug Probleme mit unseren Profispieler. Und dementsprechend tun wir nur ein Training einlegen und simulieren es. War natürlich nicht sehr erfolgreich, nur einmal A, und dann simulieren wir die Geschichte hier weiter und dann schauen wir mal, wer der nächste Gegner ist für den ersten FC Kaiserslautern, für die Roten Teufel. Da geht die Woche wieder schnell vorbei. Nochmal stoppen, können wir ja nochmal trainieren. Oh! Der SC Freiburg, alter Verwalter. SC Freiburg. Ja, bin mal gespannt, auf welchem Tabelleplatz die sind. Der SC Freiburg. Im Streich sei Truppe. Beide Streich, den mag ich, das ist ein richtig geiler Trainer. Alter Verwalter. Da kommt gleich der nächste Krache auf mich zu. Die erste geht der letzte. Die haben 20 Punkte, ey. Die haben von 9 Spielen 6 gewonnen, 2 Unentschieden, nur eine Niederlage. Na super. Ja, kommt ein harter Bock auf uns zu, das kann ich euch versprechen. Ja, wir spielen das jetzt einfach mal so durch, dass wir die Saison vielleicht rumkriegen, bevor FIFA 20 auf den Markt kommt. Wir spielen sogar zu Hause auf dem Betzeberg. Alter Verwalter. Wir spielen auf dem Betzeberg. Palam, palam, palam. Na. Das wird knipsch. Jetzt fällt er hin. Ja, das war's. Wir gehen ins Spiel. Wir halten uns jetzt nicht länger auf hier in dieser Serie. Wir wollen hier zu Ende kommen. Wir gehen gleich rein in die Partie Kaiserslautern gegen den SC Freiburg. Die Roten Teufel mit dem Anstoß von links nach rechts in den rot-weißen Trikots und der Tabellenführer komplett in Schwarz. Das gibt sich jeder Spaß. Das spielen wir am besten gleich auf Sicherheit hier. Dass wir wenigstens einen Punkt holen können. Haben wir ja auch gegen Ingolstadt gemacht. Die eigentlich auch schon auf dem ersten Tabellenplatz war. Das war jetzt natürlich abseits. Ja, war klar. Abseitsposition. Man sieht es hier ganz eindeutig. Gute halbe Meter im Abseits. Da sieht man es nochmal, Kaiserslautern auf dem letzten Platz. Alter, dann setzt sich doch einfach mal durch und spielt den Ball ab. Vorsicht. Alter. Also klein, klein spielen wir hier nicht. Müsste schon ein bisschen mehr die Gehhalle. Gespielt. Hey, es war doch geschubst. Ja, gibt ab, Raller.
Vorsicht. Vorsicht. Weg damit. Sehr gut gemacht. Bis jetzt gut verteidigt vom FCK, auch wenn es ein bisschen chaotisch ist. Steht nach wie vor 0:0 und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Dass ich das mal sagen werde. Sehr schön. Ach, dann spielt's ihm doch richtig, ey. Alter. Die sind sofort dran. Du musst den Ball sofort spielen, sonst ist er fatt. Achtung. Achtung, gibt nochmal Eckball. Oder? Ja, jetzt gibt er noch die gelbe Karte für die Situation vorhin mit dem Foul, wo er dann weggeschnippelt hat, den Gegner. 28. Spielminute gibt Eckball für den SC Freiburg. Kurz ausgeführt. Die Ecke. Schön, dagegen Karl. Aber der Ball ist immer noch heiß. Alter, was ein Ping-Pong. Ping-Pong-Spiel hier. Pfanne mit. Jawohl, schön gemacht. Oben ist er frei. Die Flanke muss kommen. Ach, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Das 1:0 durch Madubilla. Hey, das wäre es gewesen. Ne, Dilrosun. Dilrosun, sorry. Madubilla spielt in der anderen Folge. Sorry, ich bin total durcheinander. Kaiserslautern. 35 Spielminuten. 0:0 gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Das gefällt mir schon ganz gut. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte ihn ablaufen. Schön aufgepasst. Ja, Ball ist wieder weg. Immer aus. Einmal für die roten Teufel. Ne, doch nicht für die roten Teufel. Alter, was ist hier los? Schön gemacht. Hämlein jetzt allein zum Torwart. Auf dem Weg. Und dann schießt er das Ding drüber. Dunkler Keil. Hämlein. Mensch, konzentrier dich. Der hätte aber gepasst, ey. Der hätte keine oben in den Winkel inschlagen. Das wäre Sensation gewesen. Hier geht der erste. 1:0 in Führung zu gehen. Leider ist es mir nicht verwehrt. Komm, angreifen. Schön, Dilrosun. Ins Aus. Und da ist die erste Hälfte vorbei. Steht 0:0 nach 45 Minuten. Und mir ist der Punkt jetzt auch recht reglich verdient. Hätte sogar keine 1:0 Führung gehen. Hätte Hämlein das Ding nicht verschossen. Dann sehen wir Halbzeitergebnisse. Darmstadt führt zu Hause mit 2:1 gegen Sandhausen. Und Duisburg-Magdeburg steht es zur Halbzeit 0:0. Wir wechseln aus. Hämlein hat die gelbe Karte, ist mir ein bisschen zu gefährlich. Nur wen holen wir für den? Ich würde sagen, Bergmann darf drin. Und dann gehen wir direkt rein in die nächste Hälfte. Die Gäste mit dem Anstoß von links nach rechts diesmal. Kaiserslautern. Wieder defensiv gefragt hier. Läuft den Ball wieder hinterher, der FCK. Vorsicht, Fristel hatten.
Alter. Kaiserslautern muss jetzt aufpassen. Vorsicht. Fürstel hatten. Kaiserslautern mit einem Aufbauspiel über Sternberg. Glück gehabt für Sternberg. Dürre Sohn. Alter, wieso kriegt man den Ball nicht richtig? Man merkt schon, warum Freiburg auf dem ersten Tabellenplatz ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Ball zurückspielen, jetzt mal ein bisschen. Geordneter Aufbau hier. Schön. Kein Abseits. Die Flanke kommt drin. Findet aber wieder nicht den Abnehmer. Kaiserslautern jetzt mal ein bisschen in Rangphase. Alter. Unnötiger Ballverlust, zu hektisch gespielt. Ah, schade, wenn der durch gewesen wäre. Hätte er wieder allein vom Torwart gestanden. Jetzt tun sie sich durchwürsteln. Das müssen wir Obacht geben. Vorsicht, Vorsicht! Fürstel, super Parade. Es gibt nochmal Eckball in der 74. Spielminute dieser Partie hier. Meine Fresse. Glück gehabt. Fürstel steht da genau richtig. Eckball wird ausgeführt. Dann kommt lang rein. Vorsicht! Ball ist vorbei, gibt Abstoß für den ersten FC Kaiserslautern. Den spielen wir weiter raus. Ist mir zu gefährlich hier. Kaiserslautern mit dem Ball gewinnen. Dick jetzt über die Außenbahn, über die rechte Seite. In der Mitte. Da steht einer. Schuss! Ach, Scheiße! Das wär's gewesen, ey. Alter Verwalter. Trifft er das Ding nicht. Freiburg wechselt aus. Und es gibt Abstoß. Für den SC Freiburg, für die Gäste. Obachtgabe. Schön. Abgelaufen von Grau. Es gibt noch einmal für die Gäste. Nächster Wechsel bei Freiburg. Obachtgabe, 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 Obachtgabe. Jetzt pfeift der Freistoß. Junge, das war doch nichts. Und gibt doch die gelbe Karte oben drauf, ey. Florian Dick. 86. Spielminute, gelber Karton, für nix, für gar nichts. Ja komm, der schubst da ein bisschen, ja. Bisschen Zweikampf muss doch sein. Das muss doch mal noch erlaubt sein. Wenn jetzt wieder dem scheiße Tor fällt, ey, flipp ich aus. Vorsicht, Ball ist drüber, Abstoß. Abstoß wird lang ausgeführt. Ball muss weit weg. Jetzt pfeift er schon wieder Freistoß. Was ist da mit dem los? Nachspielzeit läuft schon. Freistoß für die Gäste. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Jawohl, Fatte mit.
War abseits. Nachspielzeit ist schon vorbei. Pfeif ab, Junge. Ja, so ist es. Wir gewinnen einen Punkt gegen Freiburg, gegen den Tabellenführer. Wahnsinn. Ich bin stolz auf die Jungs. Hätte sogar noch in Führung gehen können. Zwei riesige Chancen für Geigt. Und ja, ja, es hat euch trotzdem gefallen. Trotz dieser Punkteteilung und des mageren Punkteergebnisses, was ich in letzter Zeit einfahre. Und über Daumen hoch würde ich mich freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, immer schön abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts verpasst hier in diesem Chaosverein. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.